Hörspielstudio. Böning? Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk. Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Es war an einem Donnerstagabend im April des Jahres 1951, als beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg solches und ähnliches zu hören war. Die Telefone liefen heiß, das Publikum zeigte sich irritiert, entrüstet und empört. In den darauf folgenden Tagen kamen Beschwerden und Protestschreiben waschkorbweise. Grauenhaft fanden die meisten, unzumutbar, und manch einer wollte wissen, wer für den Mist denn eigentlich verantwortlich sei. Böning? Hallo? Hallo? Ja, bitte? Ja, sagen Sie mal, wir hören da jetzt gerade so ein komisches Hörspiel. Ja, und? Sind Sie dafür zuständig, da irgendwelche Beschwerden anzunehmen? Warum möchten Sie sich denn beschweren? Was? Weil das ist ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen. Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet? Bisschen was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinger durchzubringen. Ich werde morgen mal mit der Presse mich in Verbindung setzen und mal versuchen, ob der Rundfunk nicht was anderes bringen kann. Dass man abends sich mal freut, wenn man nach des Tages Last und Hitze sich mal ein Radioapparat setzt. Für sowas bezahlen wir bestimmt nicht unsere letzten Groschen. Was war geschehen? Der Nordwestdeutsche Rundfunk hatte am 19. April 1951 Günter Eichs Hörspiel Träume gesendet. Eich war schon in den 1930er Jahren einer der erfolgreichsten und meistgespielten Hörspielautoren Deutschlands gewesen. Er profilierte sich als Lyriker und Erzähler und nahm nach dem Krieg seine Arbeit für verschiedene Rundfunkanstalten wieder auf. 1953 heiratete Günter Eich die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger, mit der er bis zu seinem Tod im Jahr 1972 in Salzburg lebte. Leiter vom Dienst? Ja, sagen Sie mal, Sie haben eben so ein Hörspiel gehabt mit den Träumen, nicht? Ja. Das ist ja furchtbar, das kann ja kein Mensch hören. Gefällt es Ihnen nicht? Ach, um Gottes Willen. Das so. Ist ja so ein Hirngespinste sind das. Ja, ja, Träume eben, nicht? Ja, Träume, ja, aber was soll sowas? Verstehe ich nicht. Ja, ja. Menschen träumen ulke Sachen manchmal. Das ist richtig. Ich habe einen Menschen, auf der kann man gar nicht schlafen nach. Ja. So? Nee, danach nicht. Jetzt muss ich bis um 2 Uhr aufbleiben, dass ich wieder mich beruhige. Und das tut mir leid. Ja, ist nichts zu machen. Entschuldigen Sie. Bitte sehr. Günter Eich, durch den Krieg geprägt, wie viele seiner Generation, raubte den Deutschen den Schlaf. Was Sie hier hören, sind die Originalmitschnitte. Die Kolleginnen und Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk haben sich die Mühe gemacht, einen Teil der Anrufe von damals dem zeitgenössischen Publikum zugänglich zu machen. Wir geben diese geballte Empörung und Verstörung gern an Sie weiter. Zu einem historisch aufgeladenen Hörspielstudio begrüßt Sie Peter Klein. Es ist heute nur mehr sehr schwer nachzuvollziehen, was dem deutschen Publikum ausgerechnet an einem Hörspiel so sehr missfiel. Zumal Günter Eich nichts anderes unternahm, als 5 Träume nachzuerzählen und diese durch Gedichte miteinander zu verbinden. Träume allerdings, man kann auch von Albträumen sprechen, die wie im ersten Traum einen direkten Bezug zu den Deportationen im Dritten Reich aufweisen oder, wie in den weiteren Episoden, zukünftige Bedrohungen skizzieren, denen die Menschheit über kurz oder lang ausgesetzt sein könnte. Die Gefahr, sagt Eich, ist keineswegs gebannt. Jeden Augenblick könne die Welt wieder in einen Abgrund stürzen. Und das genau wollte Nachkriegsdeutschland überhaupt nicht hören. Man wollte sich nicht beunruhigen lassen in der heilen Welt des Wiederaufbaus. Die Wunden waren zwar noch nicht verheilt, doch jetzt wollte man vorwärts blicken, fröhlich und optimistisch sein, wie die Filme und Schlager jener Jahre eindrucksvoll beweisen. Und nun tritt dieser Dichter auf den Plan, malt schwarz und redet alles schlecht. Ein Traum spielt in einem verschlossenen Güterwaggon, in einem anderen verbreitet ein unsichtbarer Feind in einer australischen Kleinstadt Angst und Schrecken.
In den USA schließlich werden Menschen innerlich von Termiten hohl gefressen. Günter Eich, meinten manche, gehöre hinter Schloss und Riegel. Die Zensur müsse wieder her. Leiter vom Dienst? Ja, sagen Sie, hier jemand, eine Gruppe aus Timmendorfer Strand. Ja, bitte? Wir haben da eben Ihr Hörspiel gehört, da ja. Von dem Eich. Eich? Ja. Hm. Kann man den Mann nicht... Augenblick mal, bitte? Kann man den Mann nicht einsperren? Ich kann Ihnen sagen, wir sind derart entsetzt hier. Wir sind an sich von den Sendungen von Hamburg ja nicht sehr verwöhnt. Eben. Aber dies schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. So. Also glauben Sie, das ist die Meinung von einem großen Kreis, den wir hier mal heute Abend zusammen haben. Ja. Es ist hanebüchen. So. Ich kann Ihnen sagen, wir werden entsprechende Schritte unternehmen bei den Zeitungen, dass so ein Kram vorher zensiert wird. Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Ja, das ist wohl Geschmackssache. Man soll es nicht für möglich sagen. Ja. Also ich werde mal hören, was los ist und werde mich dazu noch äußern. Bitte sehr. Danke. Zwar schrieb uns unlängst eine Hörerin, dass auch wir in letzter Zeit immer so unmögliche Hörspiele sendeten, während früher alles immer so nett und angenehm gewesen sei, dennoch sind Reaktionen wie die eben gehörten heute kaum mehr vorstellbar. Der Regisseur Götz Fritsch hat nun gemeinsam mit Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars ein interessantes Experiment gewagt. Er hat im Rahmen der Schauspielerausbildung mit einem Dutzend junger Leute 4 der 5 Träume von Günter Eich noch einmal inszeniert. Eine Untersuchung, die mehr als 60 Jahre nach der Ursendung der Frage nachgeht, wie aufregend und wie aufrüttelnd Günter Eichs bekanntestes Hörspiel heute noch ist. Günter Eich, Träume. Ein Hörspielprojekt des Max-Reinhardt-Seminars unter der Anleitung von Götz Fritsch. Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Ich beneide sie alle. Die vergessen können. Ich beneide sie alle. Die sich beruhigt und keine Träume haben. Die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. Wunder aber meine ich. Das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle. Im Grunde aber meine ich, dass auch das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Flüchtling Wilhelm Schulz aus Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich angenehmen Traum, den man insofern nicht ernst nehmen muss, als der inzwischen verstorbene Schulz nachweislich magenleidend war. Schlechte Träume kommen aus dem Magen, der entweder zu voll oder zu leer ist. Du erzählst immer dasselbe, Großvater. Das ist langweilig. Es sei 4 Uhr nachts gewesen, als die Männer sie aus den Betten holten, behauptete der Alte. Die Standuhr hätte 4 geschlagen. 4 Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? Sei still und schlaf jetzt endlich. Das ist dummes Geschwätz. Komm näher, Gustav. Wärme mich. Könnt ihr euch erinnern? Es gab etwas, was wir Himmel nannten. Und Bäume, der Alte weiter. Das ist sicher 40 Jahre her. Da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Komm, leg deinen Kopf auf meinen Arm. Du liegst zu hart. Und Blumen hätte es gegeben. Was du für komische Wörter gebrauchst, Großvater. Löwenzahn. Die Wiesen seien gelb davon gewesen. Löwenzahn, eine gelbe Blume. In den Stängelwänden ein milchiger weißer Saft und wenn er abgeblüht war, saßen wollige weiße Kugeln auf den Stängeln.
und der gefiederte Same flog davon, wenn man hineinblies. Jetzt kann das Kind nicht schlafen. Ich auch nicht. Das kommt von deinem Gerede, Großvater. Das Kind will eine gelbe Blume haben. Niemand von uns weiß, was das überhaupt ist. Wörter. Was sollen wir damit? Aber er spricht doch immer von Sachen, die es nicht gibt. Es gibt keine gelben Blumen, mein Kind. Es sind nur Märchen. Und Märchen sind nicht wahr. Zeig sie her, Großvater. Deine gelbe Blume. Alles Lügengeschichten. Nicht nur die Kinder. Uns alle machst du verrückt mit deinen Erzählungen. Wir wollen diese Märchen nicht hören. Wir wollen diese Märchen nicht kennen. Wir wollen nicht wissen, was du dir Tag und Nacht zusammen träumst. Er habe nicht geträumt. Er rede vom Leben, das er früher führte. Gleichgültig, ob es stimmt oder nicht. Meinst du, wir werden glücklicher davon, wenn du uns erzählst, dass es einmal schöner war? Und dass es irgendwo schöner ist als bei uns? Dass es etwas geben soll, was du Blume nennst? Löwenzahn? Man könne nicht aufwachsen ohne eine Ahnung von der wirklichen Welt. Es gibt keine andere Welt außer dieser hier. Das hier ist unsere Welt, in der leben Sie wir. Sie besteht aus vier Wänden und Dunkelheit. Und rollt irgendwo hin. Und dieser schwache Lichtschein? Woher kommt der? Durch die Klappe, durch die man uns das Brot hereinschiebt. Schimmlige Brot. Brot ist immer schimmlig. Wer aber schiebt das Brot herein? Immer schimmlig. Ich weiß es nicht. Also gibt es doch etwas außer diesem Raum. Es wird nicht besser sein als das hier. Besser. Ich bin sicher, dass da draußen nichts anderes ist als die gleichen dunklen Räume, die sich genauso durch die Finsternis bewegen. Es gibt nichts außer diesem ewig rollenden Güterwaggon. Ja, du hast recht. Ja, er hat recht. Wir glauben nicht an die Welt da draußen, von der du immer redest. Du hast sie nur geträumt. Schau dich um. Keine Spur von deiner Welt. Aber wie seien sie in diesen Wagen gekommen? War es nicht 4 Uhr nachts, als sie sie alle aus den Betten holten? Ja, die Standuhr hätte 4 geschlagen. Oh nein. Jetzt fängst du die Geschichte von vorn an, Großvater. Wer seien die Männer gewesen? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform. Eigentlich keine Uniform, aber sie hätten alle 4 die gleichen Anzüge getragen. Was ist mit dem Kind? Da. Schau doch. Da am Boden. Ein glühender, glänzender Stab. Aber man kann ihn nicht anfassen. Er besteht aus nichts. Ein Lichtstrahl. Irgendwo habe sich ein Loch in der Wand gebildet. Ein Sonnenstrahl sei das. Ein Sonnenstrahl? Was ist das? Wenn ein Loch in der Wand ist, müsste man hinausschauen können. Ja, schau hinaus. Gut, ich schau hinaus. Ob sie ihm nun glaubten, dass draußen etwas anderes ist als hier? Fragte der Alte. Und was siehst du? Ich sehe Dinge, die ich nicht verstehe. Dann beschreib sie. Ich weiß nicht, welche Wörter dazugehören. Warum schaust du denn nicht weiter hinaus? Nein. Ich habe Angst. Ist es nicht gut, was du siehst? Es ist fürchterlich. Wir wollen das Loch verschließen. Sofort. Wollte die Welt nicht sehen, wie sie wirklich ist. Nein, ich habe Angst. Sieh du hinaus, Großvater. Ob es die Welt ist, von der du immer sprichst. Was siehst du? Das sei die Welt draußen. Und siehst du den Himmel? Siehst du die Bäume? Den Löwenzahn? Er sieht den Löwenzahn. Die Wiesen sind gelb davon. Und Berge und Wälder. Mein Gott. Kannst du das ertragen, zu sehen? Aber etwas? Warum siehst du denn nicht mehr hinaus? Die Menschen. Was ist mit den Menschen? Sieh du hinaus. Ja. Was siehst du? Es sind gar keine Menschen wie wir. Nein. Nein, ich will nicht mehr hinaussehen. Es sind Riesen. Sie sind so groß wie... Wie die Bäume. Wie? Wir wollen das Loch verschließen. Ja. Ja, wir wollen es verschließen. Ja. Ja, wir wollen es verschließen. So. Gott sei Dank, dass es jetzt wieder ist wie vorher. Es ist nicht wie vorher. Still! Merkt ihr nichts? Was? Was hast du, Frieda? Merkt ihr es nicht? Mit
Das hat sich verändert, hier bei uns. Warum hast du denn geweint, mein Kind? Etwas hat sich verändert. Das Kind hat es gemerkt. Wir fahren schneller. Wir fahren schneller. Was kann das bedeuten? Ich weiß nicht was, aber bestimmt nichts Gutes. Wir müssen herausfinden, ob die Geschwindigkeit nun so bleibt. Oder? Oder ob sie noch größer wird. Es wird immer schneller. Ja. Es wird immer schneller. Ich glaube, es geschieht ein Unglück. Hilft uns denn niemand? Wer? Ich beneide sie alle, die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit. Im Grunde aber meine ich, dass auch das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde. Und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung. Alles, was geschieht, geht dich an. Günther Eich, 1951. Am 5. November 1949 träumte die 50-jährige Tochter des Reishändlers Li Wenchu in Tianjin einen Traum, der ohne Zweifel ein schlechtes Licht auf dieses alte Mädchen werfen könnte. Doch versichern ihre Eltern und Geschwister, dass sie eine gutmütige und harmlose Person sei. Vermutlich werden die angenehmen Träume dieser Welt von den Schurken geträumt. Nummer 57b. Hier ist das Haus. Mhm. Du hättest Chengdu besser kämmen sollen. Es sieht nicht appetitlich aus. Putz ihm die Nase. Bist du jetzt fertig mit dem Jungen? Ja. Dann klingel ich. Hast du keinen Kamm mitgenommen? Seine Haare sind unordentlich. Ach, das ist jetzt gleich. Es ist keineswegs gleich. Es macht niemand auf. Wir kommen wegen einer Anzeige in der Zeitung. Wegen der Anzeige? Ja, ja. Ist das das Kind? Der Wind hat ihm das Haar zerzaust. Naja. Hoffentlich haben sie noch Bedarf. Oder kommen wir zu spät? Er sieht bleich aus. Ist er blutarm? Er ist bleich, weil er Angst hat. Angst? Wieso? Weiß er etwas? Nein. Also, kommen Sie herein. Denk dran, dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sind auf Vernichtung. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran, jetzt. Denk dran, immer. Dass der Mensch des Menschen Feind ist, denken, dass er sind auf Vernichtung. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran, jetzt. Denk dran. Das ist mein Mann. Er ist krank. Hallo, Pico. Ja? Hier sind Leute mit einem Kind. Ja? Ich schätze, es ist 6 Jahre alt. Genau. Sieh ihn dir an, Pico. Es soll näher kommen. Er heißt Chengdu. Es ist ziemlich gleichgültig, wie es heißt. Er ist bleich. Das sage ich auch. Er ist nicht blutarm.
Wenn er blutarm ist, kann ich ihn nicht brauchen. Ich garantiere Ihnen dafür, dass er nicht blutarm ist. Es kommt vor allem auf das Blut an. Freilich, das wissen wir. Das ist die neue Therapie, verstehen Sie? Ein Segen für die Menschheit. Ich weiß nicht, ob der kleine Changdu geeignet ist. Meine Frau hat jedes Jahr ein Kind, manchmal Zwillinge. 6 Jahre ist doch das beste Alter. Wir liefern nur gesunde Kinder von erstklassiger Zucht. Hier, ich habe Referenzen. Gut, zeigen Sie. Eier. Du musst die Schlagader anlegen. Ja, ja. Aber diesmal kann es das Mädchen machen. Versteht sie es? Natürlich. Also ich halte nicht viel von dem Dienstmädchen. Aber wenn du meinst... Und übrigens sind die Referenzen vorzüglich. So meinetwegen. Also wir müssen dann über den Preis sprechen. 3.000. Entschuldigen Sie, sind Sie verrückt? So viel bekommt man sonst für 4- und 5-Jährige. Wir haben die Ausgaben für ein ganzes Jahr lang länger gehabt. 2.500. Wir können keine Überpreise zahlen. Nicht unter 3.000. Ich habe feste Preise. Außerdem müssen Sie die ideellen Werte mitberechnen. Machen Sie sie nicht lächerlich. Komm, Changdu, wir gehen. Halt. Was ist, Pico? Schreib den Scheck aus. Wenn du durchaus willst. Hier ist der Scheck. Danke. Sie werden zufrieden sein. Vater und ich gehen jetzt. Du bleibst ein bisschen hier, Changdu. Wollen Sie die Kleider gleich mitnehmen? Wir holen sie morgen ab. Wir würden Sie dann auch um eine Referenz bitten. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Wir kommen gleich wieder, Changdu. Wir wollen nur was einkaufen. Nun komm endlich. Vielen Dank. Ich gebe dem Mädchen Bescheid, dass sie alles vorbereitet. Ja, tu das an Ding. Ich habe grässlichen Hunger. Libai! Was siehst du mich so an? Changdu? Du spielst sicher gern mit der Eisenbahn. In der Küche haben wir eine Eisenbahn zu spielen. Eine elektrische. Du gehst nachher zu Libai in die Küche und spielst da, ja? Es ist alles fertig. Gott sei Dank. Ich bin schon sehr schwach. Der kleine Changdu will mit der Eisenbahn spielen. Mit der Eisenbahn? Ja, in der Küche. Geh jetzt dort hinein. Dort ist die Küche. Meinst du, dass Libai das richtig macht? Sie hat es in ihrer vorigen Stellung auch schon gemacht. Mir wäre es lieber gewesen, du hättest es selber gemacht. Wozu hätten wir ein Mädchen, wenn ich die Schmutzarbeit selber tun sollte? Schließlich hängt meine Gesundheit davon ab. Entschuldigung, Liebling, aber ich bin in letzter Zeit so empfindlich geworden. Du solltest wenigstens dabei sein und zusehen, ob sie das richtig macht. Wenn du das Blut getrunken hast, brät dir Libai das Herz und die Leber. Das dauert mir viel zu lange. Da, hörst du's? Sie hat ihn nicht richtig betäubt und jetzt muss ich mir das wieder anhören. Beruhig dich. Er ist schon still. Sieh, da ist die Schüssel mit dem Buddhistampf noch. Das wird dir gut tun. Denk dran, dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sinnt auf Vernichtung. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran immer und denk dran jetzt. Bei dem Lachen deines Kindes. Bei dem Lachen deines denk Kindes. Denk dran, wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Denk dran, in der Umarmung deiner Frau. Denk dran, beim Lachen deines Kindes. Denk dran, beim Lachen deines Kindes. Denk dran, bei dem Lachen immer. Deines Kindes. Denk dran, yes. Dass du schuld bist. Denk dran immer, denk dran jetzt. Denk dran, dass nach den großen Zerstörungen jedermann beweisen wird, dass er unschuldig jeder war. Beweisen wird. Dass jeder Mann beweisen wird, dass du schuld bist. Jeder Mann denk dran immer, wird. Denk dran jetzt. Denk dran, dass du schuld bist an allem Entsetzlichen, das sich Lärm von dir abspielt. Schuld, dass du schuld bist. Entsetzlichen. Schuld, dass du schuld bist. Entsetzlichen. In der
Stunde X werde ich dennoch denken, dass die Erde schön war. Ich werde an die Freunde denken. An die Güte, die ein hässliches Gesicht schön macht. An die Liebe, die die Augen verzaubert. Ich werde an den Hund denken. Meinen Spielgefährten, als ich ein Kind war. An die blauen Lupinen der Samlandküste während eines Ferienbesuchs. Ich werde noch einmal die langen Schatten der Tannen sehen, auf der Bauernschmiedalm, und mit Emmy Gruber auf den Gederer gehen. Ich werde mich erinnern an die Vogelzüge über dem Flugplatz von Märkisch Friedland, an den Geruch des Bierkellers im Gasthaus zum Hirschen, das meinem Großvater gehörte, an Holunder, Raps und Mohn, flüchtig gesehen von einem Zugfenster aus, an das Erröten der 14-jährigen Gabriele Dembitzer. Ich werde denken an den Herzschlag der Eidechse, die mich erblickt hat, und an ein Gedicht im westöstlichen Divan, das mich tröstete. Von einer Stunde X, deren es bekanntlich sehr verschiedene geben kann, träumte am 27. April 1950 der Automechaniker Lewis Stone in Freetown, Queensland, Australien. Es darf beruhigend vermerkt werden, dass Stone sich derzeit der besten Gesundheit erfreut und seinen Traum längst vergessen hat. Hallo? Hallo? Was gibt's, Nachbarin? Ihr lacht. Warum sollen wir nicht lachen? Wir sind glücklich. Wie könnte das? Wir haben Kinder und das tägliche Brot. Habt ihr Sorgen, Nachbarin? Wisst ihr nicht, dass der Feind kommt? Der Feind? Ja, man hat ihn auf der Straße von Sydney her gesehen. Es muss nicht sein, dass er hierher kommt. Aber wohin führt die Straße sonst? Naja, es muss nicht sein, dass er in unser Haus kommt. Nein, aber vielleicht in meines. Deswegen macht mich euer Lachen zornig. Lebt wohl. Verschließt eure Türen. Gute Nacht. Das Tor ist verschlossen. Schau hinaus. Alle Lampen verlöscht. Wir wollen unsere auch auslöschen. Ja. So ist es besser. Wo bist du, Bob? Hier. Elsie? Hier. Vielleicht ist es nicht wahr. Wir hätten fragen sollen, wer ihn gesehen hat, der Feind. Wer erkennt ihn schon? Ist jetzt Krieg, Mama? Es ist immer Krieg. Wir werden die Fenster aufmachen, aber die Vorhänge zuziehen. Wenn wir jetzt den Vorhang ein wenig beiseite tun, können wir hinausschauen. Es ist finster draußen. Nichts zu sehen. Es ist Neumond. Und alles ist ganz still. Es ist nicht still, Mama. Ich höre etwas. Was hörst du? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich höre etwas. Was ist das? Schritte. So geht doch niemand. Es sind Schritte, Mama. Still. Es kommt hierher. Jetzt hält er an. Ganz nah an unserem Haus. Es kann auch woanders sein. Der Schall täuscht. Sieh hinaus. Ich sehe nichts. Es bewegt sich. Still. Er klopft bei uns. Nein, nicht bei uns. Bei uns. Nein. Still. Nicht weinen. Er darf uns nicht hören. Wir tun, als schliefen wir. Will er zu uns, Mama? Ja, er will ins Haus. Aber vielleicht denkt er, es ist niemand da und dann geht er woanders hin. Er geht nirgendwo anders hin als zu uns. Er hat uns ausgewählt. Warum gerade uns? Ach, Kind, vielleicht weil wir glücklich waren? Mag er das nicht? Sprecht nicht so laut. Was werden wir tun? Wir gehen durch den Hinterausgang hinaus. Schnell! Wir müssen etwas mitnehmen. Kleidung, Essen, nichts. Irgendwas. Du weißt, dass wir nichts mitnehmen dürfen. Er merkt das. Er schlägt das Tor ein. Schnell fort. Komm, Kinder! Hier hindurch!
Seid ihr da? Bob? Ja, hier. Ja, Mama. Schneller. Ja. Wohin gehen wir, Mama? Ich weiß es nicht. Die Nachbarin wird uns aufnehmen. Hallo? Nachbarin? Kommt nur herein. Ich dachte mir schon, dass ihr kommt. Ich hab nicht so viele Betten, ihr müsst auf dem Boden schlafen. Das macht nichts. Kann man von euch aus sehen, was er drüben tut? Ja. Er hat alle Lichter angezündet und scheint was zu suchen. Wir haben nichts mitgenommen. Natürlich nicht. Du, Bob? Was denn? Ich hab was mitgenommen. Meine Puppe. Sei still. Sag nichts. Dass er gerade uns gewählt hat. Das sind die Auszeichnungen, nach denen man nicht verlangt. Obwohl jemand schläft heute? Okay, niemand. Oder alle, bei denen er nicht geklopft hat. Es wird schon langsam hell. Morgen wird alles seinen gewohnten Gang gehen. Außer bei uns. Habt ihr wirklich nichts mitgenommen? Nichts. Es war ja auch dunkel, wir hätten nichts finden können. Er sucht immer noch. Wie sieht er aus? Kleiner Mann, gar nichts Besonderes. Und sein Gesicht? Ich habe es noch nicht gesehen. Lass mich auch hinüberschauen. Er kommt ans Fenster. Er sieht hinaus. Ich sehe sein Gesicht. Er hat Augen. Als wäre er blind. Er sieht hier herüber, geht vom Fenster weg. Ich sehe, dass er blind ist und dennoch machen mich seine Augen fürchten. Er schaut immer hier herüber. Hat mich gesehen. Vielleicht muss ich ihn begrüßen. Guten Morgen, Herr Nachbar. Er antwortet nicht. Es fröstelt mich. Er schaut herüber. Er ist blind. Herr Nachbar, habt ihr gesagt? Ihr habt euch schnell umgestellt. Wir schauen niemand herüber. Ihr habt uns schon abgeschrieben, nicht wahr? Ich begrüße euch, Herr Nachbar. Er antwortet nicht. Vielleicht ist er auch taub und stumm. Er schaut unverwandt hierher. Ihr müsst fort. Fort? Warum? Wohin? Ja. Ihr müsst fort. Er will nicht, dass ihr hier seid. Seid nicht hartherzig, Nachbarin. Seht, das Kleine ist eben eingeschlafen. Nein. Fort, schnell fort. Kommt, wir gehen in ein anderes Haus. Kommt, Kinder. Bob, Elsie. Ich will nicht. Jetzt sieht er nicht mehr herüber. Oh, ich weiß genau, dass er nicht blind ist. Er sieht besser als wir alle. Kommt. Wir läuten hier. Der Bürgermeister war immer unser Freund. Er muss uns eine andere Wohnung geben. Was wollt ihr? Ihr wisst es, Bürgermeister. Wir mussten unser Haus verlassen. Geht weiter. Ihr gehört nicht mehr zu uns. Aber... Nichts aber. Ihr habt kein Haus mehr in Freetown. Und ihr seid Diebe. Diebe? Trägt Elsie nicht ihre Puppe auf den Arm? Die Puppe? Mein Gott, Elsie, hast du die Puppe mitgenommen? Warum hast du das getan? Weil ich sie lieb hab. Wir müssen sie zurückbringen. So spät? Ihr habt euch ins Unrecht gesetzt. Geht fort, ehe ihr verhaftet werdet. Kommt. Wir müssen weiter. Darf ich die Puppe mitnehmen? Nimm sie mit, mein Kind. Das dürfen wir nicht. Weil sie sie lieb hat. Na gut, weil sie sie lieb hat. Wohin? Vielleicht nimmt uns ein anderer auf. Niemand nimmt uns auf. Hallo? Nachbar! Sind wir nicht alle hier geboren? Kommt. Wir brauchen niemanden mehr zu fragen. Sie stehen alle hinter den Gardinen und sehen uns nach. Niemand ruft uns herein. Alle sind froh, wenn wir gehen. Sie haben alle Angst. Man darf es ihnen nicht übel nehmen. Nein. Sie sind alle ebenso armselig wie wir. Wir haben unsere Kinder. Und Elsie ihre Puppe. Ja, meine Puppe. Jetzt hören die Häuser auf. Gott sei Dank, wir kommen ins Freie.
Es ist ganz hell. Und wohin gehen wir? Ja. Wohin? Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem. Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Die Griechen glaubten, die Sonne auf ihrer Fahrt über den Himmel riebe sich an ihre Bahn und erzeuge so einen Ton, der unaufhörlich und ewig gleichbleibend und deshalb für unser Ohr nicht vernehmbar sei. Aber wie viele solcher unhörbarer Laute leben um uns? Eines Tages werden sie zu hören sein und unser Ohr mit Entsetzen erfüllen. Frau Lucy Harrison, Richmond Avenue, New York, vernahm sie am 31. August 1950, als sie am Nachmittag über dem Ausbessern eines zerrissenen Rocksaumes eingeschlafen war. Das ist das Wohnzimmer. Oh, ja. Hier ist es am allerallerschönsten. Dieser herrliche Blick, der Fluss mit den Dampfern und der Park drüben. Die Hochhäuser, mein Gott, ist das schön. Mama, ich freue mich so, dass du zu Besuch gekommen bist. Kind, hast du ein Glück. So eine gute Stellung wie Bill sie hat, nicht wahr? Oh ja, Bill verdient gut. Und er verwöhnt dich. Das sieht man. Spielst du manchmal noch Klavier? Ich muss dir gestehen, ich bin schrecklich faul geworden, seitdem wir den Fernseher haben und das Radio und den Plattenspieler. Naja, eine Virtuosin wärst du nicht geworden, aber du spieltest ganz hübsch. Wann kommt Bill aus dem Büro? So ungefähr um 5. Ah, dann haben wir noch Zeit. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist weiter nichts. Das ist der Lift. Ach so. Na, man sieht, dass du glücklich bist. Du siehst gut aus. Ach, Mama. Was ist denn das? Tränen? Das ist nur, weil ich mich freue. Lucy, mein kleines Mädchen. Es ist auch schon wieder gut. Euer Lift geht ja dauernd. Ja, es ist ja auch ein großes Haus mit vielen Wohnungen. Das ist aber wirklich ein merkwürdiger Lift. Wieso merkwürdig? Na, ich meine, das Geräusch ist merkwürdig. Ach, Quatsch, Mama. Ich stelle jetzt das Radio lauter, okay? Der Lift erscheint dich ja komplett verrückt zu machen. Und ich mache uns einen Tee, okay? Na, ich muss doch sowieso in die Küche für Bill das Essen machen. Na, wenn es durchaus sein muss. Man hört den Lift sogar, wenn das Radio geht. Na, ich muss doch einmal nachsehen. Na, ich will sehen, was mit dem Lift ist. Mama, lass doch. Du, der Lift geht gar nicht. Er steht still. Und man hört das Geräusch trotzdem. Ja, dann ist es eben irgendein anderes Geräusch. Mit dem Gongschlag war es 17 Uhr. Heute im Gespräch Professor Wilkinson. Herr Professor, Sie haben mit Ihren Arbeiten über die Termiten weltweit Aufsehen erregt. Es lebt sich nicht angenehm, wo es Termiten gibt. Diese Insekten zernagen in unersättlichen Hunger schlechthin alles. Und der Mensch ist machtlos gegen sie. Die Termiten haben die Gewohnheit, alle Gegenstände von innen her auszuhöhlen und eine dünne Außenwand wie eine Haut stehen zu lassen. Hörst du das, Lucy? Die freilich eines Tages wie Staub zu. Die Termiten höhlen alles aus und lassen nur eine dünne Außenhaut stehen. Dass man sich abends in seinem Haus zur Ruhe legt und am Morgen erwacht man im Freien.
weil das Haus über Nacht zu Staub zerfallen ist. Die Termiten zerfressen das Haus und man erwacht im Freien. Aus, Mama. Geh, das war doch interessant. Nein, lass mich. Was hast du denn, Lucy? Du bist ja ganz bleich. Nichts, Mama. Nichts. Lucy, du hast vorhin nicht aus Freude geweint, stimmt's? Quatsch. Unsinn, Mama. Das sind die Termiten, die man hört. Termiten. Termiten fressen keinen Beton. Du willst es nicht zugeben. Lucy, mein Kind, nicht wahr? Ich hab recht. Ja, Mama. Ich verstehe euch nicht. Warum zieht ihr nicht aus? Es hat doch gar keinen Zweck. Aber Lucy... Mama, die sind doch überall. Wie meinst du das? Das hast du noch nicht bemerkt? Dieses gleiche Geräusch, das ist überall zu hören. In New York, in Kalifornien, in Mexiko, sogar in Kanada. Also in Elbenville gibt es keine Termiten. Verlass dich drauf. Mein Haus ist sicher. Sie nagen in deinem Haus, ebenso wie hier. So ein Unsinn. Wenn du es einmal gehört hast, dann hörst du es überall. Du hörst es in den Wohnungen und in den Untergrundbahnen, in den Bäumen, im Getreide. Mama, ich glaube sogar, sie nagen unter der Erde. Der Boden hier, ja, auf dem wir stehen, der ist nur noch eine dünne Haut. Alles ist nur noch eine dünne Haut. Das ist innen hohl. Das ist Einbildung, Lucy. Eine starke Erschütterung. Und alles fällt ein. Es hat lang kein Gewitter mehr gegeben. Und du meinst ein Gewitter? Ja. Na, mir kam es schon den ganzen Tag schwül vor. Mach doch mal das Fenster auf, Lucy. Ja, Mama. Nein, es ist nicht schwül draußen. Frische Luft, Gott sei Dank. So, jetzt kann man doch wieder vernünftig denken. Also, Lucy, es ist klar, ihr bleibt nicht hier. Ihr kommt mit nach Elbenville und dann werden wir weitersehen. Aber ich... Gleich, wenn Bill kommt, werde ich mit ihm sprechen. Warum kommt er nicht? Es ist längst 5. Naja, vielleicht ist es noch nicht 5. Ich stelle das Radio an. Ich will die genaue Zeit haben. Wo genaue Zeit ist, ist Ordnung. Wo Ordnung ist, gibt es keine Geheimnisse. Er spricht immer noch über die Termiten. Ist das der Schluss? Herzlichen Dank, Herr Professor. Wahrscheinlich. Sie hörten Susan Jameson im Gespräch mit Professor Wilkinson. Mit dem Gongschlag ist es 17.30 Uhr. 17:30? Wo bleibt Bill? Vielleicht ist auf einem anderen Sender ein bisschen Musik. Wenn ich wüsste, dass er noch lange ausbleibt, dann würde ich mich ein bisschen hinlegen. Ich bin auf einmal schrecklich müde. Natürlich, Mama. Komm, streck dich ein bisschen auf der Couch aus. Die lange Fahrt und die Aufregung jetzt. Mir ist ganz komisch. Ja. Komm, schlaf ein bisschen. Ich mache das Essen fertig, ja? Die Musik ist gut. Richtig einschläfern. Dann hört man auch diese schrecklichen Geräusche nicht so laut. Hallo, Bill. Tag, Lucy. Was ist denn? Bill, warum bleibst du im Treppenhaus stehen? Geh in die Küche, Lucy. Keinen Kuss? Nein. Keinen Kuss heute. Fass mich nicht an. Bill. Ich bin betrunken. Lass mich vorbei. Aber fass mich nicht an, ja? Du bist gar nicht betrunken, Bill. Was hast du denn nur? Mama ist zu Besuch gekommen. Wo ist sie? Hier im Zimmer. Aber weißt du, sie schläft, sie ist müde von der Reise. Das Essen ist gleich fertig. Es gibt Kalbsleber. Ich will nichts. Dein Lieblingsgericht? Ich habe keinen Hunger. Mama scheint sehr fest zu schlafen. Ich mache das Essen fertig und dann wecke ich es auf. Lass das Essen. Bleib einen Augenblick hier. Ja? Du bist so schön, Lucy. Mein Gott, wie ich dich liebe. Oh, Phil. Nein, bleib, fass mich nicht an. Ich könnte heulen, weil du so schön bist.
Vielleicht bist du gar nicht besonders schön. Aber ich liebe alles an dir. Ich werde dich nie mehr küssen, Lucy. Bill? Sag mal, ist Mama plötzlich müde geworden? Ich meine, hat man ihr vorher gar nicht angemerkt, dass sie müde war? Sie sagte auf einmal, sie wollte sich hinlegen. Ach, ich sollte sie wecken, wenn du kommst. Moment, ich wecke sie. Du kannst sie nicht mehr wecken, sie ist tot. Bill, was sagst du denn da? Bleib, rühr sie nicht an. Bleib. Komm, sei vernünftig. Ich habe nicht mehr viel Zeit zu reden. Ich bin nämlich auch verdammt müde. Es kommt ein Gewitter. Man hört es im Radio. Bill, ich will weg, ich will fort. Wohin denn? Stell das Radio ab. Das Knarren ist ekelhaft. Hörst du es? Ich höre es. Ich will weg. Ich will weg. Bleib, Lucy, bitte lass mich nicht alleine sterben. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen doch leben. Ich werde sterben, genau wie Mama. Nein. Sie ist nicht mehr als eine dünne Haut. Sie zerfällt, wenn du sie anrührst. Aber du, Bill, du doch nicht. Ich auch, ich genauso. Ich merkte es unterwegs. Ich sah gerade auf die Uhr, etwa 17.30 Uhr. Da merkte ich es. Jetzt sitzen sie mir am Herzen. Es tut nicht weh. Aber ich bin ganz ausgehöhlt. Wenn du mich anfasst, zerfalle ich. Nein, rühr mich nicht an. Ich bin grenzenlos müde. Es war schön bei dir. Es war schön, mit dir zu leben. Bill. Das Gewitter kommt näher. Das Haus wird zerfallen unter dem Donner. Aber du, Bill, du doch nicht. Ich auch. Mama auch. Ach, Lucy. Lucy. Gute Nacht, Liebste. Meine liebste Lucy. Wacht auf, schon läuft der Strom, denn eure Träume sind schlecht. Zu dir kommt es. Du schläfst schon weit im Fernpunkt von den Städten, weil das Entsetzliche näher kommt, wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Du schläfst schon. Seid gewählt, seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Tut nicht aufgestellt, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Auch zu dir kommt es. Der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Schon läuft der Strom in den Zeugen. Und die Posten sind die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Günter Eich, Träume. Ein Hörspielprojekt des Max-Reinhardt-Seminars mit Okan Cömert, Marte-Lola Deutschmann, Maren Galla, Anna-Lisa Grebe, Saskia Klar, Eugen Knecht, Anna Kressel, Marie-Luise Stockinger, Samuel Stojanov und Balint Tod. Tongestaltung David Lipp. Musik Huang Yuchun. Regiemitarbeit Matthias Rippert. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch.
Produktion Max-Reinhardt-Seminar 2013. Wenn er abgeblüht war, saßen wollige weiße Kugeln auf den Stängeln. Und der gefiederte Same flog davon, wenn man hineinblies. Jetzt kann das Kind nicht schlafen. Ich auch nicht. Das kommt von deinem Gerede, Großvater. Das Kind will eine gelbe Blume haben. Niemand von uns weiß, was das überhaupt ist. Wörter, Wörter, Wörter. Was sollen wir damit? Aber er spricht doch immer von Sachen, die es nicht gibt. Es gibt keine gelben Blumen, mein Kind. Das sind nur Märchen. Und Märchen sind nicht wahr. Zeig sie her, Großvater. Deine gelbe Blume. Alles Lügengeschichten. Nicht nur die Kinder. Uns alle machst du verrückt mit deinen Erzählungen. Wir wollen diese Märchen nicht hören. Wir wollen diese Märchen nicht kennen. Wir wollen nicht wissen, was du dir Tag und Nacht zusammen träumst. Er habe nicht geträumt. Er rede vom Leben, das er früher führte. Gleichgültig, ob es stimmt oder nicht. Meinst du, wir werden glücklicher davon, wenn du uns erzählst, dass es einmal schöner war? Und dass es irgendwo schöner ist als bei uns? Dass es etwas geben soll, was du Blume nennst? Löwenzahn? Man könne nicht aufwachsen ohne eine Ahnung von der wirklichen Welt. Es gibt keine andere Welt außer dieser hier. Das hier ist unsere Welt, in der leben wir. Sie besteht aus vier Wänden und Dunkelheit. Und rollt irgendwo hin. Und dieser schwache Lichtschein? Woher kommt der? Durch die Klappe, durch die man uns das Brot hereinschiebt. Schimmlige Brot. Brot ist immer schimmlig. Wer aber schiebt das Brot herein? Immer schimmlig. Ich weiß es nicht. Also gibt es doch etwas außer diesem Raum. Es wird nicht besser sein als das hier. Ich bin sicher, dass da draußen nichts anderes ist als die gleichen dunklen Räume, die sich genauso durch die Finsternis bewegen. Es gibt nichts außer diesem ewig rollenden Güterwaggon. Ja, du hast recht. Ja, er hat recht. Wir glauben nicht an die Welt da draußen, von der du immer redest. Du hast sie nur geträumt. Schau dich um. Keine Spur von deiner Welt. Aber wie seien sie in diesen Wagen gekommen? War es nicht 4 Uhr nachts, als sie alle aus den Betten holten? Ja, die Standuhr hätte 4 geschlagen. Oh nein. Jetzt fängst du die Geschichte von vorn an, Großvater. Wer seien die Männer gewesen? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform. Eigentlich keine Uniform, aber sie hätten alle 4 die gleichen Anzüge getragen. Was ist mit dem Kind? Da? Schau doch. Da am Boden. Ein glühender, glänzender Stab. Aber man kann ihn nicht anfassen. Er besteht aus nichts. Ein Lichtstrahl. Irgendwo habe sich ein Loch in der Wand gebildet. Ein Sonnenstrahl sei das. Ein Sonnenstrahl? Was ist das? Wenn ein Loch in der Wand ist, müsste man hinausschauen können. Ja, schau hinaus. Gut, ich schau hinaus. Ob sie ihm nun glaubten, dass draußen etwas anderes ist als hier? Fragte der Alte. Und was siehst du? Ich sehe Dinge, die ich nicht verstehe. Dann beschreib sie. Ich weiß nicht, welche Wörter dazu gehören. Warum schaust du denn nicht weiter hinaus? Nein. Ich habe Angst. Ist es nicht gut, was du siehst? Es ist fürchterlich. Wir wollen das Loch verschließen. Sofort. Wollte die Welt nicht sehen, wie sie wirklich ist. Nein, ich habe Angst. Sieh du hinaus, Großvater. Ob es die Welt ist, von der du immer sprichst. Was siehst du? Das sei die Welt draußen. Und siehst du den Himmel? Siehst du die Bäume? Den Löwenzahn? Er sieht den Löwenzahn. Die Wiesen sind gelb davon. Und Berge und Wälder. Mein Gott. Kannst du das ertragen, zu sehen? Aber etwas? Warum siehst du denn nicht mehr hinaus? Die Menschen. Was ist mit den Menschen? Sieh du hinaus. Ja. Was siehst du? Es sind gar keine Menschen wie wir. Nein. Nein, ich will nicht mehr hinaussehen. Es sind Riesen. Sie sind so groß wie... Wie die Bäume. Wie? Wir wollen das Loch verschließen. Ja. Ja, wir wollen es verschließen. Ja. Ja, wir wollen es verschließen. So. Gott sei Dank, dass es jetzt wieder ist wie vorher. Es ist nicht wie vorher. Still!
Merkt ihr nichts? Was? Hörspielstudio. Böning? Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk. Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Es war an einem Donnerstagabend im April des Jahres 1951, als beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg solches und ähnliches zu hören war. Die Telefone liefen heiß, das Publikum zeigte sich irritiert, entrüstet und empört. In den darauf folgenden Tagen kamen Beschwerden und Protestschreiben waschkorbweise. Grauenhaft fanden die meisten, unzumutbar, und manch einer wollte wissen, wer für den Mist denn eigentlich verantwortlich sei. Böning? Hallo? Hallo? Ja, bitte? Ja, sagen Sie mal, wir hören da jetzt gerade so ein komisches Hörspiel. Ja, und? Sind Sie dafür zuständig, da irgendwelche Beschwerden anzunehmen? Warum möchten Sie sich denn beschweren? Was? Weil das ist ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen. Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet? Bisschen was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinger durchzubringen. Ich werde morgen mal mit der Presse mich in Verbindung setzen und mal versuchen, ob der Rundfunk nicht was anderes bringen kann. Dass man abends sich mal freut, wenn man nach des Tages Last und Hitze sich mal am Radioapparat setzt. Für sowas bezahlen wir bestimmt nicht unsere letzten Groschen. Was war geschehen? Der Nordwestdeutsche Rundfunk hatte am 19. April 1951 Günter Eichs Hörspiel Träume gesendet. Eich war schon in den 1930er Jahren einer der erfolgreichsten und meistgespielten Hörspielautoren Deutschlands gewesen. Er profilierte sich als Lyriker und Erzähler und nahm nach dem Krieg seine Arbeit für verschiedene Rundfunkanstalten wieder auf. 1953 heiratete Günter Eich die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger, mit der er bis zu seinem Tod im Jahr 1972 in Salzburg lebte. Leiter vom Dienst? Ja, sagen Sie mal, Sie haben eben so ein Hörspiel gehabt mit den Träumen, ne? Ja. Das ist ja furchtbar, das kann ja kein Mensch hören. Gefällt es Ihnen nicht? Ach, um Gottes Willen. Das so. Ist ja so ein Hirngespinste sind das. Ja, ja, Träume eben, ne? Ja, Träume, ja, aber was soll sowas? Verstehe ich nicht. Ja, ja. Menschen träumen ulke Sachen manchmal. Das ist richtig. Ich habe einen Menschen, also kann man gar nicht schlafen nach. Ja. So? Nee, danach nicht. Jetzt muss ich bis um 2 Uhr aufbleiben, dass ich wieder mich beruhige. Das tut mir leid. Ja, ist nichts zu machen. Bitte sehr. Günter Eich, durch den Krieg geprägt wie viele seiner Generation, raubte den Deutschen den Schlaf. Was Sie hier hören, sind die Originalmitschnitte. Die Kolleginnen und Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk haben sich die Mühe gemacht, einen Teil der Anrufe von damals dem zeitgenössischen Publikum zugänglich zu machen. Wir geben diese geballte Empörung und Verstörung gern an Sie weiter. Zu einem historisch aufgeladenen Hörspielstudio begrüßt Sie Peter Klein. Es ist heute nur mehr sehr schwer nachzuvollziehen, was dem deutschen Publikum ausgerechnet an einem Hörspiel so sehr missfiel. Zumal Günter Eich nichts anderes unternahm, als 5 Träume nachzuerzählen und diese durch Gedichte miteinander zu verbinden. Träume allerdings, man kann auch von Albträumen sprechen, die wie im ersten Traum einen direkten Bezug zu den Deportationen im Dritten Reich aufweisen oder, wie in den weiteren Episoden, zukünftige Bedrohungen skizzieren, denen die Menschheit über kurz oder lang ausgesetzt sein könnte. Die Gefahr, sagt Eich, ist keineswegs gebannt. Jeden Augenblick könne die Welt wieder in einen Abgrund stürzen. Und das genau wollte Nachkriegsdeutschland überhaupt nicht hören. Man wollte sich nicht beunruhigen lassen in der heilen Welt des Wiederaufbaus. Die Wunden waren zwar noch nicht verheilt, doch jetzt wollte man vorwärts blicken, fröhlich und optimistisch sein, wie die Filme und Schlager jener Jahre eindrucksvoll beweisen.
Und nun tritt dieser Dichter auf den Plan, malt schwarz und redet alles schlecht. Ein Traum spielt in einem verschlossenen Güterwaggon, in einem anderen verbreitet ein unsichtbarer Feind in einer australischen Kleinstadt Angst und Schrecken. In den USA schließlich werden Menschen innerlich von Termiten hohl gefressen. Günter Eich, meinten manche, gehöre hinter Schloss und Riegel. Die Zensur müsse wieder her. Leider vom Dienst? Ja, sagen Sie, hier jemand, eine Gruppe aus Timmendorfer Strand. Ja, bitte. Wir haben da eben Ihr Hörspiel gehört, da von dem Eich. Eich? Ja. Hm. Kann man den Mann nicht... Augenblick mal, bitte? Kann man den Mann nicht einsperren? Ich kann Ihnen sagen, wir sind derart entsetzt hier. Wir sind an sich von den Sendungen von Hamburg ja nicht sehr verwöhnt. Eben. Aber dies schlägt wirklich dem Fass den Boden aus. So. Also glauben Sie, das ist die Meinung von einem großen Kreis, den wir hier mal heute Abend zusammen haben. Ja. Es ist hanebüchen. So. Ich kann Ihnen sagen, wir werden entsprechende Schritte unternehmen bei den Zeitungen, dass so ein Kram vorher zensiert wird. Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bieten. Da ist ja jeder Schmutz, den Sie im Kino hören und sehen, ist ja Gold dagegen. Ja, das ist wohl Geschmackssache. Man soll es nicht für möglich sagen. Ja. Also ich werde mal hören, was los ist und werde mich dazu noch äußern. Bitte sehr. Danke. Zwar schrieb uns unlängst eine Hörerin, dass auch wir in letzter Zeit immer so unmögliche Hörspiele sendeten, während früher alles immer so nett und angenehm gewesen sei, dennoch sind Reaktionen wie die eben gehörten heute kaum mehr vorstellbar. Der Regisseur Götz Fritsch hat nun gemeinsam mit Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars ein interessantes Experiment gewagt. Er hat im Rahmen der Schauspielerausbildung mit einem Dutzend junger Leute 4 der 5 Träume von Günter Eich noch einmal inszeniert. Eine Untersuchung, die mehr als 60 Jahre nach der Ursendung der Frage nachgeht, wie aufregend und wie aufrüttelnd Günter Eichs bekanntestes Hörspiel heute noch ist. Günter Eich, Träume. Ein Hörspielprojekt des Max-Reinhardt-Seminars unter der Anleitung von Götz Fritsch. Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Ich beneide sie alle. Du vergessen können. Ich beneide sie alle. Die sich beruhigt. Und keine Träume haben. Die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. Wunderbar, meine ich. Das gute Gewissen nicht ausreicht. Das reicht. Und ich zweifle. Im Grunde aber meine ich, dass auch das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Flüchtling Wilhelm Schulz aus Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich angenehmen Traum, den man insofern nicht ernst nehmen muss, als der inzwischen verstorbene Schulz nachweislich magenleidend war. Schlechte Träume kommen aus dem Magen, der entweder zu voll oder zu leer ist. Du erzählst immer dasselbe, Großvater. Das ist langweilig. Es sei 4 Uhr nachts gewesen, als die Männer sie aus den Betten holten, behauptete der Alte. Die Standuhr hätte 4 geschlagen. 4 Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? Sei still und schlafe endlich. Das ist dummes Geschwätz. Komm näher, Gustav. Wärme mich. Könnt ihr euch erinnern? Es gab etwas, was wir Himmel nannten. Und Bäume, der Alte weiter. Das ist sicher 40 Jahre her. Da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Komm, leg deinen Kopf auf meinen Arm. Du liegst zu hart.
und Blumen hätte es gegeben. Was du für komische Wörter gebrauchst, Großvater. Löwenzahn. Die Wiesen seien gelb davon gewesen. Löwenzahn, eine gelbe Blume. In den Stängelwänden ein milchiger, weißer Saft und... Das wissen wir. Das ist die neue Therapie. Verstehen Sie? Ein Segen für die Menschheit. Ich weiß nicht, ob der kleine Changdu geeignet ist. Meine Frau hat jedes Jahr ein Kind. Manchmal Zwillinge. 6 Jahre ist doch das beste Alter. Wir liefern nur gesunde Kinder von erstklassiger Zucht. Hier, ich habe Referenzen. Gut, zeigen Sie. Ah ja. Hier ist die Schlagader anlegen. Ja, ja. Aber diesmal kann es das Mädchen machen. Versteht sie es? Natürlich. Also ich halte nicht viel von dem Dienstmädchen. Aber wenn du meinst... Und übrigens sind die Referenzen vorzüglich. So meinetwegen. Also wir müssen dann über den Preis sprechen. 3.000. Entschuldigen Sie, sind Sie verrückt? So viel bekommt man sonst für 4- und 5-Jährige. Wir haben die Ausgaben für ein ganzes Jahr lang länger gehabt. 2.500. Wir können keine Überpreise zahlen. Nicht unter 3.000. Ich habe feste Preise. Außerdem müssen Sie die ideellen Werte mitberechnen. Machen Sie sich nicht lächerlich. Komm, Changdu, wir gehen. Halt. Es ist Pico. Schreib den Scheck aus. Wenn du durchaus willst. Hier ist der Scheck. Danke. Sie werden zufrieden sein. Vater und ich gehen jetzt. Du bleibst ein bisschen hier, Changdu. Wollen Sie die Kleider gleich mitnehmen? Wir holen sie morgen ab. Wir würden Sie dann auch um eine Referenz bitten. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Wir kommen gleich wieder, Changdu. Wir wollen nur was einkaufen. Nun komm endlich. Vielen Dank. Ich gebe dem Mädchen Bescheid, dass sie alles vorbereitet. Ja, tu das an Ding. Ich habe grässlichen Hunger. Liebei! Was siehst du mich so an? Changdu? Du spielst sicher gern mit der Eisenbahn. In der Küche haben wir eine Eisenbahn zu spielen. Eine elektrische. Du gehst nachher zu Lebei in die Küche und spielst da, ja? Es ist alles fertig. Gott sei Dank. Ich bin schon sehr schwach. Der kleine Changdu will mit der Eisenbahn spielen. Mit der Eisenbahn? Ja, in der Küche. Geh jetzt dort hinein. Dort ist die Küche. Meinst du, dass Libai das richtig macht? Sie hat es in ihrer vorigen Stellung auch schon gemacht. Mir wäre es lieber gewesen, du hättest es selber gemacht. Wozu hätten wir ein Mädchen, wenn ich die Schmutzarbeit selber tun sollte? Schließlich hängt meine Gesundheit davon ab. Entschuldigung, Liebling. Aber ich bin in letzter Zeit so empfindlich geworden. Du solltest wenigstens dabei sein und zusehen, ob sie das richtig macht. Wenn du das Blut getrunken hast, brät dir lieber das Herz und die Leber. Das dauert mir viel zu lange. Da, hörst du's? Sie hat ihn nicht richtig betäubt und jetzt muss ich mir das wieder anhören. Beruhig dich. Er ist schon still. Sieh, da ist die Schüssel mit dem Todesdampf noch. Das wird dir gut tun. Denk dran, dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sinnt auf Vernichtung. Denk dran, immer, denk dran, jetzt. Denk dran. Denk dran, immer, denk dran, jetzt. Denk dran, immer, denk dran, jetzt. Denk dran, immer, denk dran, jetzt. Denk dran, immer, und denk dran, jetzt. Bei dem Lachen deines Kindes. Denk dran, wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Denk dran, in der Umarmung deiner Frau. Denk dran, beim Lachen deines Kindes. Denk dran, beim Lachen deines Kindes. Denk dran, bei dem Lachen immer. Deines Kindes. Denk dran, yes. Dass du schuld bist. Dass du schuld bist. Dass du schuld bist. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Yes. Denk dran, dass nach den großen Zerstörungen jedermann beweisen wird, dass er unschuldig war. Jedermann beweisen wird, dass du schuld bist. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran, dass du schuld bist an allem Entsetzlichen, das sich fern von dir abspielt.
Schuld bist du schuld. Entsetzlichen. Schuld bist du schuld. Entsetzlichen. In der Stunde X werde ich dennoch denken, dass die Erde schön war. Ich werde an die... Was hast du, Frieda? Merkt ihr es nicht? Etwas hat sich verändert, hier bei uns. Warum hast du denn geweint, mein Kind? Etwas hat sich verändert. Das Kind hat es gemerkt. Wir fahren schneller. Wir fahren schneller. Was kann das bedeuten? Ich weiß nicht was, aber bestimmt nichts Gutes. Wir müssen herausfinden, ob die Geschwindigkeit nun so bleibt. Oder? Oder ob sie noch größer wird. Es wird immer schneller. Ja. Es wird immer schneller. Ich glaube, es geschieht ein Unglück. Hilft uns denn niemand? Wer? Ich beneide sie alle, die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit. Im Grunde aber meine ich, dass auch das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde. Und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung. Alles, was geschieht, geht dich an. Günther Eich, 1951. Am 5. November 1949 träumte die 50-jährige Tochter des Reishändlers Li Wenchu in Tianjin einen Traum, der ohne Zweifel ein schlechtes Licht auf dieses alte Mädchen werfen könnte. Doch versichern ihre Eltern und Geschwister, dass sie eine gutmütige und harmlose Person sei. Vermutlich werden die angenehmen Träume dieser Welt von den Schurken geträumt. Nummer 57b. Hier. Hier ist das Haus. Mhm. Du hättest Chengdu besser kämmen sollen. Es sieht nicht appetitlich aus. Putz ihm die Nase. Bist du jetzt fertig mit dem Jungen? Ja. Dann klingel ich. Hast du keinen Kamm mitgenommen? Seine Haare sind unordentlich. Ach, das ist jetzt gleich. Es ist keineswegs gleich. Es macht niemand auf. Wir kommen wegen einer Anzeige in der Zeitung. Wegen der Anzeige? Ja, ja. Ist das das Kind? Der Wind hat ihm das Haar zerzaust. Ja. Hoffentlich haben sie noch Bedarf. Oder kommen wir zu spät? Er sieht bleich aus. Ist er blutarm? Er ist bleich, weil er Angst hat. Angst? Wieso? Weiß er etwas? Nein. Also, kommen Sie herein. Denk dran, dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sinnt auf Vernichtung. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran, jetzt. Denk dran, immer. Dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sinnt auf Vernichtung. Denk dran, immer. Denk dran, jetzt. Denk dran, jetzt. Denk dran. Das ist mein Mann. Er ist krank. Hallo, Pico. Ja? Hier sind Leute mit einem Kind. Ja? Ich schätze, es ist 6 Jahre alt. Genau. Sieh ihn dir an, Pico. Er soll näher kommen. Er heißt Chengdu. Es ist ziemlich gleichgültig, wie es heißt. Er ist bleich.
Das sage ich auch. Er ist nicht blutarm. Wenn er blutarm ist, kann ich ihn nicht brauchen. Ich garantiere Ihnen dafür, dass er nicht blutarm ist. Es kommt vor allem auf das Blut an. Freilich.